Willkommen zurück zum Mario Party Island Tour. Wir machen weiter auf dem Feld. Item. Irgendwas. Entschuldigung, dass ich das gerade nicht weiß. Naja, wir machen weiter. Yoshi ist am Zug. Er setzt den Turbopilz ein, darf dann also um 3 Felder weiter. Also, er hat die 11 gewürfelt. Nicht schlecht. Er lag ja auch ganz weit hinten. Und jetzt geht's halt nach vorne. Plus 5 bedeutet Bonuszug. Er darf noch weitere 5 Felder gehen. Aber er kommt in die Bowser. Nee, das bedeutet also nichts. Okay. Naja, Buhu ist dran. Da muss es doch irgendwo stehen, wo das, wie das Feld heißt. Kann man nicht Pause drücken? Schade. Ja, kommt jetzt alle auf dem Bonusfeld, Viech-Dings da oder was? Prüfungstime. Eine Weggabelung. Auf welcher der beiden Routen du deinen Weg fortsetzt, entscheidet der Zufall. Die linke Route ist sicher, rechts entlang geht es durch die gefürchtete Bowser-Zone. Mal sehen, welchen Weg das Schicksal wählt. Holy shit, ist das gemein. Bei mir natürlich. Bei mir werden sie dann... Ja. Werden sie mich halt ficken. Da schicken sie mich dann in die Bowser-Zone. Da bin ich mir so sicher, er wählt Kamek aus. Abracadabra, mich scheren keine Zahlen, jetzt geht's mit Magie auf den Platz der Rivalen. Abracadabra, ich weiß, ihr liebt meine Mätzchen, drum tauscht ihr auch sicher sehr gern eure Plätzchen. Oh. Naja, wenn's ich wäre, dann wäre es mir eigentlich scheißegal. Weil Waluigi ist... Hä? Ja, ja, jetzt ist Waluigi auf meinem Platz. Was macht das für einen Sinn? Warum? Warum macht er sowas? Warum kommen alle auf diesen Plus-5-Feld? Das nervt mich ein bisschen. Vielleicht ist es, Wissens. Ja komm, bei dem klappt's auch, aber bei mir bestimmt nicht. Dann werde ich als Anfänger hier total zerfubt. So, ich bin dran. Deine Chance, würfel eine 2 oder 3 um die Kanone für einen... Nee! Was ist das? Was habe ich dafür? Verdoppelt deine Würfel zum... Sehr geil. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung was, würfle, dann verdoppelt sich das einfach. Oh, 8. Naja, immerhin 8. Kann ich auch jemanden damit wegballern? Ich glaube nicht. Ja, natürlich komme ich nicht auf das Plus-5-Feld. Das war so typisch. Aber immerhin bekomme ich ein Item. Mal sehen, was es sein wird. Der grüne Panzer. Pechpanzer. Ja, stimmt. Schickt einen Rivalen 2 Felder zurück. Okay. Hey, die Hälfte ist geschafft. Echt, eine echt respektable Leistung. Werfen wir nochmal einen Blick auf die momentanen Platzierungen. Aber ich war eigentlich auch Erster. Nicht vergessen, um zu gewinnen, müsst ihr euer Items Glück einsetzen, aber jetzt nicht entschieden. Dann lasst mal sehen, was ihr noch so alles drauf habt. Jetzt bloß nicht als schlapp machen. Was macht das jetzt für einen Sinn, die Platzierung zu zeigen? Die sieht man auch so. Ja, egal. Steno Memo am Rande des möglichen Angeln im Akkord. Ich hätte eigentlich dieses Memo gut gefunden, aber mal schauen. Das, am Rande des möglichen hol dir den ersten Platz. Mal sehen, was das sein wird. Oben nach unten mit dem Schiebepad um Gummiband spannen. Zieh das Gummiband zurück und lass dich bis an den äußersten Rand des Abgrunds schnipsen. Wahrscheinlich ist das so gemein und man fliegt dann wahrscheinlich am Abgrund raus, wenn man zu sehr drückt. Aber wir werden sehen. Ja. Ah, ja. Ja. Das ist scheiße. Das ist wirklich verdammt scheiße. Das ist echt... Okay, es gibt 2 Runden, aber... Achso, man kann ja noch wählen. Nee, ich bleib da. Ich werde wahrscheinlich sowas von... Nee. Buhu, der King. Schafft es.
nicht. Ist das 4 oder 2? 4, jawohl, sehr schön. Mit dem Vorderrad zählt das, also nicht mit dem Hinterrad. Jetzt gibt es 9, 6, 3 oder 1. Letzte Runde, ich führe. Ah, ich bin jetzt weit hinten. Aber es können vielleicht die 9 sein, bitte. Nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Nicht zu weit, nicht zu weit. Oh, nein! Aber damit führe ich mit Waluigi. Es wird jetzt wahrscheinlich alles ausgewürfelt. Schade, das war sehr knapp. Also, alle müssen würfeln jetzt. Ich will zuerst sehen. Okay, eine 1, das ist machbar, klar. Sehr schön. Die Minispielen dominieren wir. Bis auf das eine mit dem Techtelmechtel da, mit dem Buhus. Also diesen Matzen da, oder wie die hießen. Spukmetze oder so. Jo, freut mich, dass wir hier Erster geworden sind. Leider nicht Erster im Spiel. Yoshi ist am Zug und will... Buhu. 5. Ah ne, die Würfelsumme um 3 reduziert. Na, der wurde ja eh Zweiter. Ah ja, Dritter. Damit kann er das ja ausgleichen. Bitte, wenn der es auch schafft, dann weiß ich echt nicht mehr, was mit dem Spiel los ist. Bitte in die Bowser-Zone. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert und... Alter. Naja, Minispiel. Glücksfall, Sprossensprinter. Okay. Sprossensprinter, naja. Klettere so schnell, du kannst die Leiter hinauf und weiche dabei den Felsbrocken aus, um die Steinspikes runterwerfen. Touchpin per Schiebepad bewegen. Okay. Könnte ein bisschen gefährlich werden, aber. We will see. Demo zuerst. Auf dem unteren Touchscreen sehen wir, wie wir klettern und oben kommen die Spikes runter. So, ich bin gerade Erster. Seht ihr natürlich nicht. Ich bin mit Abstand Erster. Und da gibt es auch keinen dran zweifeln, weil ich jetzt Erster bin. Ich zeige euch das mal kurz auf dem unteren Bildschirm. Zweiter. Waluigi Dritter. Yoshi ist halt nicht mehr ins Ziel gekommen. Yoshi ist irgendwie schlecht in den Minispielen, kann es sein? Naja, immerhin dominieren wir, wie gesagt, die Spiele. Mal schauen, was ich mir holen werde für ein Item. We will see, we will see. Na, gewonnen, ein Item. Sind wir wieder? Ja, ich glaube, ich hole mir den Stern. Ich will ja niemanden mit dem Blitz töten oder so. So, mal sehen, was die anderen sich holen. Buhu holt sich... Ich glaube, er holt sich den Blitz. Ja. Waluigi bleibt dann eben nur noch der grüne Panzer übrig. Halt der Pechpanzer. Ja, mit Buhu geht's weiter. Er nimmt den Pilz, damit er das dann ausgleichen kann, was Yoshi ihm vorhin angetan hat. So, 4. Turbopilz plus 3. Und der Blitz. Minus 3, ja. Eigentlich war das jetzt unnötig, dass er den Pilz eingesetzt hat. Aber egal. Okay. Wahrscheinlich, wenn man auf dieses Feld kommt, dann wärst du richtig. Aber so richtig von richtig hart genommen. Und 5 Felder zurück, ne? Ja. Das heißt, für Buhu ist die Runde nicht nach vorne gegangen, sondern 1 nach hinten. Ich glaube ja. 7. Bonuszug plus 2.
Aber da... Oh, komm. Hätten die nicht da ein +3-Feld hingemacht? So unfair. Naja, Hauptsache ich bin dran. Nee. Was habe ich denn für Items? Ich nehme einfach einen Stern. Das Problem ist leider, wenn ich dann halt in die Bowser-Zone gelange, was ich auch sehr glaube. Ja, dann bin ich halt tot. Ah, hätte nicht nochmal umfallen können auf die 6. Naja, 8 plus mal 2 sind 16. Ja, ich kann rechnen, ja. Aber jetzt natürlich die Frage. Bowser-Zone oder... Ist eigentlich egal, weil ich überspringe ja beides. Ah, ich darf anhalten. Ach so. Ja, dann werde ich wahrscheinlich gefickt. Und zwar nicht in die Bowser-Zone, sondern zum Glück. Zum Kettenhund. Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Hätte ich doch lieber, wäre ich doch in die Bowser-Zone gegangen. Warum? Warum tut man mir sowas an? Entschuldigung. Aber Hauptsache Waluigi ist auch da, dort wo ich jetzt bin. Sechste Runde und natürlich auch das Minispiel. Um den Bonuswürfel. Wir wissen's. Perlensuche, Paintball mit Knöpfen, Knöpfchen oder Eiskapade. Paintball. Okay. Joe sind sie auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Nee. Aber XY schießen, drücke so schnell wie möglich den Knopf, der auf der Zielscheibe angezeigt wird, um zu schießen. Mit Reaktionsschnelligkeit bin ich eigentlich recht vertraut, ja. Ja, mach weiter, ich weiß. Die sind aber langsam. Da habe ich ja echt... Da... Boah, shit, Alter. Man muss aber auch dann wissen, oh, war Luigi nicht schlecht, wo halt die Knöpfe auf dem Touchpad sind. Und jetzt wieder Y? Ich hoffe nicht. Das ist einfach. Aber sie nehmen nochmal richtig auf, aber dreimal erster ergibt 9 Punkte, ergibt 27 insgesamt. Waluigi hat 15, Yoshi 10 und Buhu 4. Immerhin dominiere ich, wie gesagt, in einem Minispiel. Da muss man... Da gibt es nicht dran zu rütteln. So, dann schauen wir mal. Weiter geht's mit Yoshi, der 2 Felder hinter uns ist. Eine 5. Immerhin hat er das Ultimatum von dem bronzenen Dingsbums da, den bronzenen Würfel herausgeholt. Warum kann er nicht ein +3-Feld hinkommen? Das ist so unfair gemacht. So, buhu, weiter geht's. Weiter geht's. Er nimmt den Blitz und setzt ihn bei Yoshi ein, um ihn 3 Felder nach hinten zu bombardieren. Ich hoffe, dann bekommt er aber nicht das Item. Nee, bin ich dumm. Würfelsumme im 3 natürlich reduziert. Ah ja, Buhu muss ja diese Prüfung nochmal machen. Jetzt entscheidet sich's. Wahrscheinlich kommt er jetzt in die Bowser-Zone. Ja. Damit wir auch einmal sehen, wie es dort aussieht, das darf dann der Buhu machen. Ja, aber er muss ja noch, glaube ich, 2-mal laufen, oder? Nee, das war's. Gut, das zählt so wie das auf einem Feld ist. Bonusfeld. Naja, was geschieht mit ihm? 2 Felder nach hinten. Und er darf jetzt auch nochmal würfeln mit seinen silbernen, seinem normalen Würfel. 4, das ist nicht sehr viel. Wo ist es? Gegen wen? Gegen alle, glaube ich. Ja, um Items. Ich glaube, ich hole mir da an diesen Kamek. Mal sehen, wenn ich gewinnen sollte. Kartkarambolagenkreis. Hört sich schon mal schön an. Das erinnert mich an diese Tellerwäsch-Aktion von Mario Party DS. Ramme die Karts deiner Rivalen, ja, und stoße sie über den Rand der Plattform. Das war aber damals ein 1 gegen 3 Spiel, wo man solche Tellerwäscher, solche Strahlen aktivieren musste und dann, also die waren schon an. Man musste dann die anderen runterschuppen.
Also runter schießen mit dem Strahl halt. Ich will hier nicht rausfliegen, Alter. Vor allem nicht als Erster. Warum greift den niemand an? Sehr schön. Nein! Immerhin bin ich als Dritter vom Platz gegangen. Damit kriege ich ein Item. Erstens ja, aber ich hoffe, die Gegner sind so gescheit und holen nicht das Karmic-Item. Ansonsten, ja. Ja, ansonsten sieht das schon scheiße aus. Okay. Wir werden sehen. Aber ich glaube, der holt zuerst Karmic, ja, klar. Alle Spieler tauschen. Wenn das nicht ist, du hast gerade ein wertvolles Item erhalten, mit dem du das ganze Spiel wenden kannst. Das stimmt, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Buhu tauschen würde, das wäre total scheiße. Da holt sich den Stern. Was kriege ich? Kriege ich die Scheiße? Blooper ist immer scheiße. Was ist das? Klärt mir jetzt einer? Okay. Aber war schon kein schlechtes Spiel jetzt. Achte auf den Ketten und nehme dem eigenen Feld und Würfel auf keinen Fall eine 6. Danke für die Vorwarnung. Schick deinen Rivalen zwei Felder zurück. Soll ich Buhu helfen? Geht das? Ich mache einfach Zufall. Wirklich? Aber klappt es? Nee. Egal. War eigentlich Verschwendung, aber... Naja. Wir haben einem Kumpel geholfen. Bitte keine 6. Oh, eine 7. Halleluja. Oder der Todd hat mich verarscht. Und es ist wirklich eine 7. Aber das glaube ich nicht. Dankeschön. Puh, jetzt kann der Heldenkunde nichts mehr erkennen und nichts erahnen haben. Mario, siehst du das Schloss da? Das ist das Ziel. Und dorthin zu gelangen, musst du nur noch an diesem Wurm vorbeikommen. Das sollte ja kein Problem sein, oder? Nö. Ich darf mal um 3 vor. Bonuszug. Hier können wir nochmal um 4 vor, aber da ich jetzt schon den Bonusfeld von vorhin... Ja, das ist egal. Jetzt ist das Ziel nicht mehr weit entfernt. Da sollen wir uns nochmal einen Überblick über die momentanen Platzierungen verschaffen. Auf einmal bin ich Erster. Also die Platzierungen gehen davon aus, nicht wie Sterne bei den anderen Teilen, sondern halt hier... Nach, wie weit man ist. Rückstoß, Kugelwilli. Schick deine Rivalen 5 Felder zurück. Das bringt ihm zwar nichts, aus der Bowser-Zone rauszukommen. Ja. Was? Die dürfen sich jetzt ein Minispiel aussuchen? Ja, toll. Mach feurige Fitness, mir scheißegal. Wahrscheinlich muss man da immer noch springen. Na gut. Alles klar. Steig kurz nach unten, es ducken und A ist springen. Spring hoch und duck dich, um nicht von den kreisenden Feuerballern gekillt zu werden. Jo, das erinnert mich an Reaktionsschnelligkeit. Wahrscheinlich ist das nicht so schnell, aber es wird wahrscheinlich schneller, wenn nur noch 2 da sind. So, hier geht's sie. Holy shit, fuck. Ah ja, man hat hier 3. Komm, ich kann es nicht einteilen. Geschafft. Ich hatte als erstes meine 2 Herzen schon verbraucht. I cannot believe it. But I did it. Okay. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für den Part. Wir haben nur noch 3 Runden. Kommt darauf an, wie schnell ich am Ziel bin. Dann halt nur noch weniger. Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Nicht verpassen. Yoshi ist am Zug, aber erst im nächsten Part. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Part und ciao.